Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So, wir sind beim Lackierer. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal nicht bei Chris, heute bei Lackflo. Mal gucken, ob der Mustang schon da ist. Ist er schon da? Ist er schon da? Wo ist er denn? Such ihn mal. Vielleicht war Arne auch schon so schnell und der ist schon abgeladen. Das kann natürlich auch sein. So, und dann sagen wir erstmal dem guten alten Lackflo hallo. Mir ein paar Mal schon welche geschrieben, dass sie gerne mal wieder Lackflo sehen wollten. Und bei Mustang dachte ich mir, heute mal bei Lackflo. Nächstes Projekt dann wieder bei Chris. Immer schön im Wechsel. Wir gehen mal rein. So, und der Video hat sich auch das erste Mal bezahlt gemacht. Stoßstange, Schweller eingepackt. Gar kein Problem, selbst hier in der kurzen Version. Ah, da ist er ja! Guten Tag! Na? Moin, moin, Lackflo. Moin, lange nicht gesehen. Ja, echt. Ja, gut. Seiten 350Z. Auf YouTube Seiten 350Z. Genau. Aber wir haben uns ja letztens im Schloss einmal getroffen. Ich habe mir das Wrack damals ja schon mal angeschaut. Den White Tiger oder den Mustang? Beide, den Mustang, ne? Beide, ne? Ja. Gut, da war noch nicht ganz klar, ob wir das hier machen, ja, oder ob ich zu Chris wieder gehe. Aber diesmal, die Leute haben das ja auch häufig mal kommentiert, dass ich mal wieder zum Lackflo gehen soll. Genau. Ne? Deswegen, der ist auch gerade angekommen, habe ich gesehen. Ja, irgendwie, Arne war ein bisschen langsamer als ich. Und steht er schon. Aha. Und ich glaube, meine stümperhafte... Nee, auch nur die Kamera. Ich bin ja genauso klein. Ich habe das mit so, weißt du, womit so Paletten umwickelt werden. Ja. Weißt du, diese Frischhaltefolie. Ja. Und ich wusste nicht, ob das bei dem Regen und bei dem Sturm hält, aber es hat angeblich anscheinend gehalten. Wir gucken mal, ne? Ja. Oh, es ist wirklich echt, dieses Wetter macht mich so krank. Ah! Oh! Ah! Ich war auch wieder so schlau, nicht die Stoßstange abzubauen. Nicht abzubauen? Nee, weil das ist so tief und dann mit dem Hänger, weißt du? Noch ist es ja nicht lackiert. Noch ist nicht lackiert. Sind auch nur 4 Schrauben, vielleicht schrauben wir die auch einfach mal ab. Ey. Aber hast du die nicht auch so raufgekriegt? Ja, aber mit Brettern und doof und so, schwierig, ja, und so. Aber ey, meine Folierungskünste, die haben gehalten hier. Kickt euch das an. Geil. Geil. Die ganz alten OGs kennen das hier auch. Beim Maserati, Peter, hast du jetzt quasi, genau, bist du Mieter geworden. Genau, seit einem Jahr jetzt. Da haben wir ja die S-Klasse lackiert, haben wir noch den ML, genau, mit hier Graffiti und so. Ne, alte Zeiten, ne? Ja. So, gut, wir schaffen das Ding einmal rein und dann besprechen wir das mal ein bisschen, ne? Kamera wird auch nass. So, Lackflo, ich glaube, den muss ich gar nicht großartig vorstellen. Du bist ja eigentlich bekannt in der Hamburger Lackier-Auto-YouTuber-Szene. Genau. Kriegst den ganzen Schrott und musst den dann wieder schick machen. Ey, komm, hier sind wenigstens Neuteile dran, ne? Sonst, ey, muss ich das, sonst muss ich das immer richten. Das, ja, ist, genau. Das wird für mich richtig eine entspannte, also, Woche. Großartig irgendwas instand setzen müssen wir jetzt hier nicht. Ja. Aber natürlich so Spaltmaße, Lackvorbereitung und so, die müssen wir natürlich angehen. Und ich mache hier mal ein kleines Praktikum. Ein bisschen Arbeitsklamotten habe ich auch schon dabei, ne? Und dann, ich bin echt erstaunt, dass diese Folienaktion hier gehalten hat und schön das Wasser natürlich auch hier von den blanken Stellen abgehalten hat. Das freut mich und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt laufen wird, ne? Erstmal auspacken. Genau, ich war hier ja noch gar nicht. Als letztes haben wir den 350Z bei dir lackiert, ne? Genau. In der alten Lackierhalle noch. Du, ich zeig dir erstmal hier alles. Du bist der Chef. Genau. Ich mach, was du sagst. Genau, schaut ganz gerne bei Lackflo vorbei, wenn ihr mehr so, ja, lackiertechnisch da einen Einblick haben wollt. Habe ich euch unten einmal verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, geht's los, ne? Die ersten Schritte. So, ein bisschen Zeit ist vergangen. Ihr seht schon. Wilde Kreise hier. Was hat das denn auf sich hier? Das ist der Hagelschaden. Oh Mann. Das sind diese Hologramme, ne? Wenn man poliert. Genau. Ich habe so alle Schadstellen, alle Dellen, weil wir haben den sauber gemacht, haben einmal durchgeguckt, wo sind Dellen, wo muss gespachtelt werden, dass wir da nichts vergessen.
Und das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Das hast du richtig so mit... reingekratzt mit Schreibpapier. Weil dann kann man es auch nicht mehr abwischen. Genau. Eigentlich mega praktisch. Ja. Wahrscheinlich so ein paar Kastanien draufgefallen. Wichtige Frage, was sagst du so zum Arbeitsaufwand von dem ganzen Konstrukt? Weil wir YouTuber sind ja dafür bekannt, immer den Schrott beim Lackierer abzustellen und dann beten und hoffen, dass das am Ende ein Diamant wird, ne? Ja, so ist es. Also, erwarteter Arbeitsaufwand, sag ich mal. Wir müssen natürlich viel innen auch lackieren. Das heißt, Motorhaube ist neu, die muss von außen und von innen lackiert werden. Die Tür muss von innen und außen lackiert werden, Kotflügel, das muss alles grundiert werden. Wir brauchen nachher auch einen hellen Untergrund für den Farbton. Und die Frage ist, was lackieren wir überhaupt? Was für eine Farbe? Farbwechsel oder Original? Könnt ihr ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? Könnt ihr mal abstimmen. Ich habe schon eine leichte Tendenz, weil ich auch weiß, was sich auch gut verkauft. Ne? Wird ja jetzt nicht ein Auto sein, was ich ewig behalten werde. Und wir haben hier schon einiges abgebaut. Ne? Die Stoßstange, hier diese Lufthutze, weil die schwarz wird. Weil ich glaube, du machst morgen Eingang schwarz, ne? Eingang schwarz? Ein Lackiergang. Ja, also wir haben ja diese Powerdome-Abdeckung. Ja, die soll ja schwarz. Die soll schwarz. Das Mittelstück soll schwarz. Genau. Das ist alles Rohkunststoff. Das muss erstmal getempert werden, weil das wird ja in Kunststoffgussform produziert. Da sind Trennmittel drin, dass du es aus der Form rauskriegst. Die ziehen in die Oberfläche ein. Dann muss das einmal erhitzt werden, dass die rauskommen. Glaubt man erstmal gar nicht, ne? Bitte? Glaubt man erstmal gar nicht, ne? Man denkt so einfach, Lackierpistole ist ja neu, ne? Muss man nur überlacken. Genau, aber richtig. Nee, tatsächlich nicht. Auch die, wie gesagt, Teile, Metallteile. Ja. Die müssen einmal grundiert werden. Und die Haube, ne? Die habt ihr ja gesehen, die ist sehr fragil. Woran liegt das? Weil die einfach nicht die Außenhaut richtig mit der Innenhaut, ich sag mal, verfalzt. Oder hier fehlt die Versiegelung. Genau, richtig. Und du siehst richtig, wenn du das bewegst. Du spürst es, ne? Wenn du beides... Ja, dass das in sich hin und her schwimmt. Ja. Und wenn wir da eine schöne... PU-Klebdichtnaht ziehen, dann ist das... Dann läuft das wieder, dann ne? Dann ist das ein Panzer. Ja, jetzt sieht das Auto wieder aus wie vorher, ne? Ja. Eigentlich schade, aber so ist das beim Lackierprozess. Ja. Man muss halt alles auseinanderbauen, alles Vorbereitung. Denn beim Lackieren der Vorbereitung ist alles. Auf jeden Fall. Wenn ich eins gelernt habe, dann das. Ja. Auch wenn ich noch nie lackiert. Ja, doch, ich habe schon mal lackiert. Aber nicht professionell. Okay, gut. Ja, wir gucken mal, was morgen noch so passiert. Ja. Was jetzt an diesem wundervollen zweiten Tag in die Mittagspause geht. Kurzes Zwischenupdate. Lackflo ist hier wie wild am Schleifen. Ich sage mal Lackflo. Florian. Kannst mich nennen, wie du möchtest. Bekannt aus Film und Fernsehen. Nee, ist hier wild am Schleifen. Das sieht schon richtig gut aus. Genau. Wir müssen jetzt, also die grobe Form ist da. Siehst du ja, wie hier zum Beispiel fehlt noch ein bisschen. Das müssen wir nochmal nachspachteln. Ja. Hier auf dem Dach war auch noch eine kleine Delle. Ja, wie ich vermutet hatte, nochmal ordentlich... Eine Spachtellage obendrauf, ne? Genau. Also es war bei Weitem nicht perfekt, was ich da fabriziert habe. Du, aber es war, ich sag mal, vernünftige Karosseriearbeit. Du hast ja eigentlich nur Zinnersatz gemacht. Einmal fein so die Löcher noch zugespachtelt. Oder die Spachtelporen. Das Lob bedeutet mir sehr viel. Ja. Du, wirklich, alles gut. Das heißt eigentlich im nächsten Schritt alles durchschleifen und teilweise schon füllern, ne? Genau, also wir machen das jetzt so, dass wir... Die Neuteile, die werden nass lackiert, das heißt, die schleifen wir durch, die kriegen eine Grundierung in hell, dann Farbe und Klarlack direkt hinterher. Das wird alles nochmal gefüllert vorher, die Karosse. Mhm. Wir müssen dann nachher ja auch noch ein bisschen Nahtabdichtung machen im unteren Bereich. Boah, viel hast du schon, ne? Das meiste hast du schon. Das meiste hat er schon alles erledigt. Die Nahtabdichtung, ja, genau, das habe ich eigentlich alles schon gemacht. Also da in Kotflügel. Da habe ich es halt auch schon gemacht, auch wenn man es erst nach dem Füllern macht. Ne? Ja. Ja, hier die Motorhaube, die muss noch vergossen werden. Werksmäßig ist das ja auch so der Fall. Und gibt der Haube natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Stabilität. Dass sie nicht den Flattermann bei
500 km/h macht, ne? Genau. Du hast ja auch schon gesagt, du willst hier noch mal ein bisschen... Ja, da auch ein bisschen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von eurer Haube an eurem Auto, dass da auch ein bisschen Kleber mal rausquillt. Das ist alles so gewollt, um die beiden Außenteile und Innenteile immer zu vereinen. Und das ist für Deutschland wichtig. In Amerika, also gerade Mustang-Hauben und so, die werden teilweise gar nicht richtig verklebt, weil die halt nicht so schnell fahren dürfen dort. Genau. Und wenn du dann mit 200 hier über die Bahn kachelst, dann fangen die Haubenblätter an zu schwingen. Ja. Und das ist halt gar nicht gut. Habe ich auch gehört, dass deswegen diese Hoodpins da bei diesen GT500 reingebaut wurden. Mhm. Eigentlich ja mega umständlich, weil du dann drei Entriegelungen hast. Aber das soll der Grund sein. Gut, in die Pause geht's jetzt. Tschüss, tschüss. Jetzt wird versiegelt. Ja. Schön, das Schmiergrab. Oh ja. Von der Ecke, ne? Von der Ecke, genau. Zack. Ja. 4 Stunden später, Eiko ist fertig mit dem Versiegeln. Echt so, ne? Ja, gut, Kinders. So, sind schon wieder einige Stunden ins Land gelaufen, ne? Flo hat ordentlich zugepackt, Schliffen gespachtelt. Man kann jetzt sagen, dass die Oberfläche so glatt ist, wie es nur geht. Genau. Das Einzige, was ihr seht, gut, auf der anderen Seite sieht es besser, aber alles, was Spachtel hat, muss halt einmal gefüllert werden. Genau, ist richtig, ne? Also gefüllert. Genau, alles, was jetzt hier gespachtelt ist, im Auto, werden wir vorher füllern, nachher nochmal schleifen, nochmal richtig glatt schleifen. Ja. Die ganzen Neuteile, wie gesagt, nass, das heißt einmal hell grundieren, Farbe direkt hinterher. Genau, aber nur da kann man es machen, nur bei Neuteilen. Nö, das kann man auch beim ganzen Auto machen, das geht schon. Das haben wir bei Phillys Auto auch gemacht. Aber da gibt es doch das Phänomen, dass dann doch so größere Spachtelstellen eher ein bisschen drohen, so einzufallen. Ja, genau, deshalb machen wir es jetzt hier auch nicht. So, was haben wir noch gemacht? Das haben wir abgedichtet hier. Genau, das trocknet jetzt über Nacht. Das trocknet jetzt in der umgedrehten Position, damit es auch wirklich gerade trocknet, weil hier habe ich jetzt auch nochmal mit Karosseriekleber, mit Sika einmal alles verstrichen und jetzt sollte das auch halten, weil die Haube war echt so ein bisschen wabbelig. Ja. Die hat sich halt in sich, extrem, ne, wenn du so bewegt hast, in sich verwunden, so, ne? Also die Außenschicht hat sich von der Innenschicht unabhängig bewegt. Tür auch noch ein bisschen geschliffen, ne? Da waren auch noch ein paar Mini-Dellen, sage ich mal. Genau, die will ich nachher auch noch fein nachschleifen, auch mit Füllern, die Heckklappe mit Füllern, Stoßfänger, da waren noch ein paar Stellen, das haben wir auch. Der war fast, ich sag mal, fast unversehrt vom Unfall. Aber hier auf der linken Seite war was. Genau, dann waren hier halt noch so ein paar Sachen auf der Ladekante. Genau, das war sogar wahrscheinlich eher wirklich vom Gebrauch, vom Einladen und so. Ne? Und dann war hier unten noch was gerissen. Das habe ich dann mit so einem, sagen wir mal, Lötkolben, ne? Plastiklötkolben, so ein bisschen... Kunststoff-Schweiß-Kit. So, genau so, das, was du sagst. Einmal den Riss wieder geflickt. Und... ja, alles abgebaut, ne? Ja. Heckklappe liegt da auch. Dachte man auch im Video, muss ich sagen, dass die besser aussieht, als sie jetzt gespachtelt. Also, ich sag mal, vom Zustand her besser aussieht. Ja, der hat Kastanien geparkt. Ja, ne? Ja. Kastanienbaum. Guck mal, alleine hier, das hat man vorher alles nicht gesehen. Aber sobald der Lackflow da einmal dran ist, ne? Dann sieht man alles und dann soll auch alles schön werden. Und auch die Seite, muss man sagen. Alles so kleine Sachen. Da seht ihr es halt gut umrandet. Alles, was hier so umrandet ist mit Klebeband, das wird noch gefüllert. Genau. Und hier den Treffer, den habe ich auch gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich merke extrem, was für ein Auge man für den Lack haben muss. Und was für eine Erfahrung. Weil wenn ich habe mir das immer erwünscht, so dass ich auch so dieses Feingefühl habe, so rüber zu gehen, ach, da ist er ja, und dann einmal Spachteln schleifen, dann fertig. Aber das
Das kommt mit der Zeit. Mit der Zeit, ja. Du musst ja mal 3 Wochen hier arbeiten. Genau. Aber selbst nach 3 Wochen hast du es nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das musst du dann auch, wenn Lackierer, weiß nicht, ein Jahr lang Pause macht, dann geht das auch ein bisschen verloren. Ne? Ich glaube sagen. Gut, ich würde sagen, das war's vom ersten Teil. Den endgültigen Lack. Er ist jetzt theoretisch bereit zum Lackieren. Seht ihr im nächsten Teil. Und dann wird es spannend, ne? In welcher schönen, prachtvollen Farbe das schöne Pferd erstrahlt. Ist auch schon gespannt, ne? Ich bin sehr gespannt. Schaut auf jeden Fall ganz gerne bei Lackflow vorbei. Deine Teile kommen dann wahrscheinlich so eine Woche versetzt oder ja, so. Ja, genau. Wir haben jetzt auch ein bisschen detaillierter gefilmt, was wir hier alles genau machen und warum wir was machen und ne, dass ihr da nochmal einen ganz tiefen Einblick bekommt. Ja. Ne? Aber wie gesagt, wie du schon sagst, ungefähr eine Woche versetzt. Aber ihr könnt bis dahin auch die Videos angucken. Ja. Genau, schaut da ganz gerne vorbei. Bei mir ist das immer relativ oberflächlich und auch schnell gecuttet, also schnell zack, zack, zack. Ja. So, bei dir ist es dann ein bisschen mehr ins Detail. So, gut, lasst mir mal ganz gerne ein Like auf dem Video da und schaut bei Flo vorbei. Und wer nicht abonniert hat, der ist selber schuld. Tschüss!